Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind einer großen Sache auf der Spur. Letztes Mal fanden wir Ersa, die Schwester von Arend, tot und wir finden hier gerade heraus, dass es eine gewisse Intrige gibt und gehen den ganzen mal auf die Spur. Los geht's, auf geht's zu Sonnenkönig Avad. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht der Wal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Arend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Gut, auf geht's. Die Sonne soll sinken. Ja, mal schauen. Das passiert zwar alle 24 Stunden, grob gesagt, aber... nicht im Spiel. Nicht die Sonne. Ich frage mich, was hier wirklich passiert. Es könnte wirklich ein Bürgerkrieg oder so ausbrechen, dass hier verschiedene Stämme... Gut, ist es da noch ein Bürgerkrieg? Naja, ich unterscheide jetzt mal nicht die ganzen Stämme voneinander. Es könnte auf jeden Fall einen großen Konflikt hier geben. Und ich glaube irgendwie nicht so wirklich, dass wir... den einen Typen lebend sehen werden. Was mit dir? Hey, Fremde! Warte! Kennen wir uns nicht? Weißt du das nicht mehr? Ihr habt alle ähnliche Züge. Aparte Züge. Höchst apart. Das war nicht die Frage. War das nicht der Typ, der uns irgendwie doof angemacht hat? Na gut, ich gehe. Ich habe das Gefühl, bei dir sind meine Scherben gut angelegt. Heißt das, du bezahlst mich jetzt? Oh, das war kein Witz. Ihr seid so schwer zu durchschauen. Gut, gehen wir lieber weiter. Wegpunkt entscheide dich. Dies ist das Haus. Bist du da, Derwal? Überraschungsbesuch!
Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Echte Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Ich bin zwar kein Experte, aber es ist nicht so clever, jetzt hier in diesem Haus zu sein. Nicht jetzt. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Wir wollen das jetzt aber nicht runterwerfen, oder? Da stand begutachten. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Ich ahne nichts Gutes. Warum haben wir nicht einfach Fass für Fass weggenommen? Ist das die Jägerloge? Tatsächlich. Was lässt sich denn hier untersuchen? Stiefelspuren. Ein wenig Lohe darin. Sofort ins Feuer und eine Eimerkette bilden! Ah, okay, hier ist die Spur wieder. Was ist passiert? So ein Knall habe ich selbst nicht gehört. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Ich finde es auch super, dass alle hier drauf eingehen. Auf das Geschehen ist gerade eben. Noch eins von der Walz verstecken? Da ist eine Treppe dahinter. Den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein, er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Soll die Qual der Wahl spüren, ey. Einfach hier runter. Ah, okay, ich sehe es.
Was war das denn? Was war das denn? Ich dachte, solche Kletterdingens werden immer voll automatisiert gemacht, aber irgendwie... Okay, gut, da blicke ich nicht dahinter. Kein Problem, dann folgen wir derweil jetzt. Genug Zeit, damit ihr meinen super guten Gag mit Qual der Wahl kurz loben könnt. So, überspringen. Gut, dass es die Möglichkeit gibt. So, ich drücke jetzt nichts, was unüberlegt wäre. Ich muss noch nicht mal die Sprungtaste drücken, sondern einfach nur mit dem Stick. Okay, jetzt muss ich die Sprungtaste drücken. Die Animation an der Leiter sieht echt 1:1 aus wie aus Assassin's Creed. Nichts Schlechtes, wollte es nur angemerkt haben. Nichts für ungut, aber dass die einen Kopfschuss überleben. Okay, so viele heilende Pilze. Das spricht eigentlich eine sehr deutliche Sprache. Es wird kritisch. Oh, hier ist auch eine Treppe. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avard. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke! Zerstören mit einem Tastendruck, oh Gott. Das hätten sie auch ruhig mit Nahkampfangriffen machen lassen können. Hey, König. Geht's dir gut? Ich habe kein Holz mehr, ne? Oh Mann, das kann ja lustig werden. Was ist das? Oh. Du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann Avards. Oh je, ich kann's gar nicht erwarten. Uns steht ein Es ist noch nicht vorbei, mein... Jetzt sag mir nicht, dass ich den mit... Hab ich ihn so schnell besiegt, oder was? War das Avard oder war das jemand anderes? Notfallplan.
Oh nein. Ich meinte natürlich Derwall und nicht den König Abad. Aber das war tatsächlich der kurze Bosskampf gegen ihn. Ach komm, ich kann nicht zu dem hoch. Oh mein Gott. Ich hab wieder Holz. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Oh ja, das ging schnell. Man sollte die Arme immer den Maschinen überlassen. Sehr gut, der Eisschutz hilft mir. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Können wir den nicht einfach killen oder kann er nicht mal bitte leise sein? Es würde mir schon genügen. Muss ein Grauhabicht sein. Ein fliegender Raubjäger. Wo ist die Jägerloge? Warum eilt uns keiner zur Hilfe? Wo ist Erend zur Hölle? Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Kann der nicht einfach still sein? Diese majestätischen, mörderischen Glitzer habe ich denn. Oh, da ist der Letzte. Hi, Kumpel. Wie, du bist kein Hai. Reden oder killen? So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen.
Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Erstmal mit Derwal reden. Also wenn es wirklich optional ist, dann könnte es sein, dass wenn ich mit Erend und mit Avad rede, dass dann sein Dingens quasi weg ist. Und dass wir dann seinen Dialog nicht mehr hören. Eventuell gibt es ja was Interessantes, was er uns mitteilen kann. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Sehr gut, jetzt wird mir der direkte Punkt angezeigt, ohne dass mir mitgeteilt wird, wie ich da hinkomme. Ah, okay. Tja, mein Lieber. Von einem Lanzenhorn aufspießen zu lassen. Du hältst deinen Speer für so toll, aber ich könnte ihn mit verbundenen Augen bauen, während ich ein Schläfchen halte. Maschinenreiten? Soll mich das etwa beeindrucken? Bring einen dazu, mir das Mittagessen zu bringen. Das wäre interessant. Du bist wie ein Steinchen im Stiefel, weißt du das? Genau so nervtötend. Hammer auf Stahl. Ich hasse dich. Eines Tages werde ich eine Maschine bauen, die nur dazu da ist, dir deine Zöpfe auszureißen. Bei meinem Schmiedeofen. Lass mich einfach in Ruhe, Rotschopf. Am Ende wurde er doch noch mal ein bisschen... Hat er sich doch noch mal von seiner angreifbaren Seite gezeigt. Ja, ich find's wunderbar. Cooler Typ. Ich find's wirklich super lustig. Es ist megamäßig lustig. Das ist so ein bisschen wie in League of Legends, wenn jemand dich irgendwie beleidigt, weil er gegen dich verloren hat, weil du in Anführungszeichen eine Noob-Strategie verwendet hast oder whatever. Oder weil du ein Noob bist und so viel schlechter bist als er und du denkst dir, ha, warum hast du denn dann verloren? Ich find's wunderbar, wirklich. Also es ist mega lustig, den so zu ärgern. Ja, finde ich geil. Dass auch so viele Möglichkeiten am Ende waren, also dass er so viele verschiedene Sachen gesagt hat, finde ich super. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte Derwal sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll.
und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Haben wir schon getan. Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Ey, super. Die Dialoge sind wirklich sehr gut geschrieben. Also, ja, so grinsen musste ich nicht häufig bei Videospieldialogen. Ja, ich muss auch sagen, Aloy ist schon ein verdammt guter Hauptcharakter. Wirklich, sie ist mega tough, aber dabei nicht so gekünstelt tough, sondern sie ist einfach, sie kann's einfach. Sie hat's einfach drauf. Aloy... Mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osseram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Der Wahl ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osseram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osseram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Derval. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Danke für das Angebot, doch... Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian.
Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast deinen eigenen Kopf. So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Aloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Also Leute. Wir haben Meridian befreit, beziehungsweise gerettet. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ein perfekter Punkt, um an dieser Stelle aufzuhören und beim nächsten Mal weiterzumachen. Wir können jetzt zu Schöpfers Ende gehen oder aber uns ein bisschen um die Nebenquests kümmern. Ich würde sagen, tatsächlich Schöpfers Ende wäre mein nächstes Ziel. Die Hauptquest, die packt mich einfach im Moment. Ich find's geil und ja, grundlegend können wir definitiv dann auch noch weitere Nebenquests machen, nachdem wir die Hauptquest durch haben. Super gerne, aber an dieser Stelle haben wir schon mal einen großen Schritt gemacht. Einen großen Schritt für die gesamte Story, für den gesamten Storyverlauf. Und ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten, ja. Es war eine sehr, sehr coole Folge, wie ich finde. Und wenn ihr Spaß dabei hattet, könnt ihr mich gerne mit dem Däumchen nach oben unterstützen. Mich würde das sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Horizon Zero Dawn. Macht's gut.